Muntermacher. So sitzen wir da und beginnen, über alte Zeiten zu plaudern. Die sogenannten guten alten Zeiten. Weißt du noch, heißt es immer wieder, und ich weiß und er weiß, wir lachen und tauchen zufrieden in unsere Vergangenheit ein. Irgendwann landen wir im Jahre 1984. Mein Abgangsjahr, Hauptschule. Seine Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Freigang, Jugendknast Spöckelhofen. Als ich noch schwitzend die Hausaufgaben vergessen hatte, hatte Wolfgang schon schwitzend vor dem einen oder anderen Richter gestanden. Meist ging es nur um vergleichsweise Belangloses. Keine wirklichen Verbrechen. Seine Tätowierungen, die seine beiden Unterarme schmücken, täuschen natürlich anderes vor. Peace, Love, Sibylle und No War. Die üblichen Tattoos halt. Und eine Knastträne unter seinem linken Auge, die er sich hätte sparen sollen. Für seine 4 Wochen Jugendarrest sieht er damit aus wie ein ewig Eingesessener. Eigene Schuld. Und so verfangen wir uns in Erinnerungen, ohne dass ich auf die Zeit achte. Mittlerweile ist es 10 Uhr, wenn die Glockenschläge der Kirchenuhr nicht lügen. Ich will ja nur ungern unterbrechen, aber ich muss los, sage ich. Weil Wolfgang jetzt schon in seiner verkorksten Kindheit angekommen ist. Und die kenne ich gut. Vater Alkoholiker, Mutter durchgebrannt, Bruder tot, heim, dann wieder heim, dann heimatlos, obdachlos, suff und so weiter und so fort. Ich verberge ein Gen, indem ich mich nach hinten drehe und ihn auf sein tolles Familienfoto hinweise, was unübersehbar mitten auf einer leeren Wand platziert ist. Er mit seiner Frau und seinen 2 Kindern lächeln, stehen sie vor einem Riesenrad.